Naja, ich weiß nicht, ob die Schaltzentrale nicht eher die Technologiestiftung ist und der Kultursektor an solcher, weil wir sind ja nur Infrastrukturbereitstellende als Kulturverwaltung. Einen schönen guten Abend. Ich kann nicht bis nach ganz hinten gucken, aber ich finde es toll, dass der Saal so knallevoll ist. Und wir haben, wie gesagt, bei der Republika erstmals diese Idee in den Raum geworfen, aber ich will gleich mal vorweg sagen, also das Digitale in der Kultur hat die Senatskulturverwaltung nicht erfunden und der Senat von Berlin auch nicht. Ich habe schon in den 80er Jahren auf meinem damaligen Lieblingssender Electronics gehört. Ich bin ein regelmäßiger Clubgänger. Ich erinnere mich an den Chaos Computer Club hier in Berlin und an die Beleuchtung des Haus des Lehrers vor, keine Ahnung, ist schon ewig her. Das alles war schon Digitalkultur zu einem Zeitpunkt, wo die Kultureinrichtungen, die institutionellen Kultureinrichtungen und auch die Senatskulturverwaltung an dieses Thema noch gar nicht mit der Intensität gedacht haben. Das heißt also, man muss das richtige Verhältnis klarstellen. Wir können unterstützen, wir können Support leisten, aber die eigentliche Entwicklung findet nicht in der Verwaltung statt, sondern sie findet in den Einrichtungen, den institutionellen Kultureinrichtungen statt und sie findet in der freien Szene statt, also sie findet da statt, wo Menschen versuchen, mit dem Instrumentarium, was ihnen zur Verfügung steht, einfach das Digitale im Kulturbereich zu benutzen. Und wenn jetzt die Frage ist, kann ich das alles nochmal vorstellen, dann mache ich hier auch nichts Großartiges anderes, als ich bei der Republika auch schon mal gemacht habe, in dem Wissen darum, dass das physikalische Gesetz, dass ein Körper nicht zur gleichen Zeit an zwei Stellen sein kann, auch hier gilt und demzufolge viele möglicherweise damals einfach nicht dabei waren. Im Kern geht es mir darum, dass wir versuchen, mit dem Innovationsfonds einen Diskussionsprozess zu initiieren, der eine Lücke schließt. Eine Lücke schließt zwischen den Angeboten, die es schon gibt, einerseits in der freien Szene, in den institutionellen Kultureinrichtungen und dem auf der anderen Seite, was ich mal allgemein als Digitalisierung von Kulturgut bezeichnen möchte. Also wir haben DIGIS, morgen findet die Jahreskonferenz von DIGIS statt, morgen früh werde ich den einen oder die andere von Ihnen wiedersehen. Was machen wir da? Wir versuchen open-source-mäßig Digitalisate von Kulturgütern anzulegen und es wird digitalisiert, was zu digitalisieren geht. So, das ist schon ein bisschen älter, aber was Neues ist, wir haben es jetzt in der laufenden Haushaltsperiode endlich verstetigt und damit ist DIGIS endlich auch zu einem Kompetenzzentrum geworden und nicht irgendwie nur zu einem Modellprojekt, was mal jetzt für ein paar Jahre ausprobiert wird. Und das ist eigentlich sozusagen der erste Schritt hin zu einer Form von digitaler Infrastruktur. Kultureinrichtungen können sich bewerben, können ihre Kulturgüter digitalisieren lassen und die stehen dann allen zur Verfügung und alle können damit irgendwas machen. Und was man damit Tolles machen kann, das beweist bei Coding Da Vinci beispielsweise die Community Jahr für Jahr wieder. Und ich erinnere mich an Coding, an den Hackathon im vergangenen Jahr oder war es sogar schon dieses Jahr. Irgendwann verschwimmt die Zeit. Und habe jetzt vor 3 Tagen in der Zeitung gelesen, dass ein größerer Technologiekonzern darauf aufmerksam geworden ist, dass ein paar jüngere Leute eine coole App entwickelt haben, die Geschichte der Berliner Mauer verbindet mit der realen, also mit den Orten, wo die Berliner Mauer mal ganz real stand. Da ist dieser Link zwischen Digitalisierung einerseits und dem wir machen was damit andererseits auf hervorragende Art und Weise gelungen. Ansonsten, es gibt Theater und Netz, es gibt Tim Sandwegs Schaubühne, die das Theater der Dinge machen, es gibt das virtuelle Konzerthaus, es gibt mittlerweile ein ziemlich groß angelegtes Projekt des FÖB mit der Zentral- und Landesbibliothek Digitale Welten. Man kann dann im Übrigen auch immer darüber diskutieren, ob das alles schon so super ist, wie wir es uns wünschen. Also angesichts der Tatsache, dass ich mir erstmal einen Adobe Reader runterladen muss und eine Adobe ID besorgen muss, um davon profitieren zu können. Das heißt, es reicht nicht der Bibliotheksausweis, sondern vor dem Hintergrund urheberrechtlicher Schwierigkeiten bin ich dann plötzlich noch in der Situation, möglicherweise einem Datenkraken persönliche Daten anvertrauen zu müssen. Das ist dann nicht so lustig. Ich will damit auch sagen und deutlich machen, es mag durchaus mit Digitalisierung in dem ganzen Bereich auch zu gesellschaftspolitischen Konfliktfragen kommen, die grundsätzlicher zu diskutieren sind. Wollen wir das eigentlich? Ist das die Welt, die wir uns vorstellen? Und jetzt stehe ich hier und soll was zu 250.000 Euro fürs Jahr 2018 und zu 500.000 Euro im Jahr 2019 sagen und alle tun so, als käme hier der Messias. Dem ist nicht so. Sondern was wir machen ist, wir haben einen Diskussionsprozess angeleiert, Stück für Stück er heißt Innovationsfonds, weil in der Koalitionsvereinbarung so beschrieben worden ist und weil mir die Senatsfinanzverwaltung nicht mal die Viertel und die halbe Million gegeben hätte, wenn wir nicht andockfähig an das Wording der Koalitionsvereinbarung gewesen wären. Aber im Kern ist es die Vorlaufstrecke mit dem Ziel, eine Förderrichtlinie zu entwickeln, um zwischen
digitaler Infrastruktur in Einrichtungen freier Szene und Digitalisierung von Kulturgütern zwischendurch Raum zum Experimentieren und zum Probieren zu schaffen. Das ist eigentlich alles, mehr nicht. So. Und um diese Förderrichtlinie zu entwickeln, wollen wir uns in einem diskursiven Prozess des Sachverstands derjenigen bedienen, die davon Ahnung haben, die davon was verstehen. Und das haben wir jetzt begonnen. Und dass die Technologiestiftung mit einem, weil die Frage mit Sicherheit nachher auch kommt, einen sensationell niedrigen Overhead-Anteil von 25% des Geldes als Partnerin mit ins Boot gekommen ist und uns hilft, diesen Prozess zu strukturieren, die Rückkopplungen zu ermöglichen, die Inputs einzuholen und dann eben auch auf solchen Veranstaltungen wie heute oder in Workshops die Ideen einzusammeln. Und meine Verwaltung, insbesondere Florian Pflug, aber auch einige andere, dann versuchen daraus eine Form zu stricken, wie können wir zukünftig über dann hoffentlich auch ein paar mehr Mittel als 250 oder 500.000 pro Jahr innovative Ideen zu unterstützen hinbekommen. Das ist dann sozusagen das, wo wir gerade dran sind. So. Worum geht es jetzt? Also ich glaube nicht, dass die Digitalisierung das analoge Kunstwerk überflüssig macht, im Gegenteil. Ich glaube aber, es handelt sich um zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wenn man in Kunstproduktion und Kunstdistribution unterwegs ist, kein gesellschaftlicher Lebensbereich kommt heute mehr um Digitalisierung drumherum. Das fängt an einerseits bei Kunst, die explizit auf digitale Infrastruktur zurückgreift. Das ist beispielsweise, also diejenigen, die sich im BE angeguckt haben, zeitgleich mit dem Dortmunder Publikum, wie Kai Voges Parallelwelt inszeniert hat. Also wir waren sozusagen ein paar hundert Kilometer voneinander entfernt, aber wir haben im selben virtuellen Theater gesessen und wir haben dieselbe Veranstaltung von zwei unterschiedlichen Seiten angeguckt. Daraus entwickelte sich dann ein gemeinsames Theaterstück. Wer bei Theater und Netz gesehen hat, wie mit VR-Brillen man durch ein virtuelles Bühnenbild steigen und einen Herzkasper kriegen kann, wenn man dann oben an der Kante steht und in dem Augenblick nicht dran denkt, dass man nicht runterfallen kann. Oder eben, wer auch erleben kann, wie mit digitalen Methoden sowas gemacht wird, wie Zugangsschwellen für Museen herabzusetzen. Also das Beispiel, was ich immer sehe, ist Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, die möglicherweise nicht die Chance haben, sich ein Museum anzuschauen, die nicht in der Lage sind, ohne weiteres reinzugehen und einfach zu gucken. Kann man mit entsprechenden Assistenzen vielleicht in der Zukunft mal einen, wenn man so will, Avatar durch das Museum laufen lassen und in Kommunikation treten? Und das müssen ja nicht nur Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sein. Man muss ja anstatt 2.000 oder 3.000 Kilometer zu fliegen und das entsprechende Kerosin zu verbrauchen, vielleicht zukünftig einfach nur noch die Brille aufsetzen und sich sozusagen den Hörer auf die Ohren setzen und kann selber an jedem Ort der Welt durch Museen gehen. Wir haben aktuell eine ganz spannende Diskussion um die Frage, wie geht es eigentlich mit geraubten Kulturgütern im Kontext von Kolonialismus zukünftig weiter? Also wem gehören die eigentlich? Wer darf darauf zugreifen? Wer darf damit forschen? Wer darf sich daran erfreuen? Möglicherweise bietet Digitalisierung eine Möglichkeit, zukünftig eben auf eine ganz andere Art und Weise auch Zugangshürden abzusenken. Man kann die ganze Sache weiterspinnen, kann die Frage stellen, wem gehört überhaupt insgesamt das Wissen auf dieser Welt und die Vervielfältigung dieses Wissens, die Weiterentwicklung dieses Wissens, die künstlerische Auseinandersetzung mit diesem Wissen. Wie organisieren wir das Ganze? Wie stellen wir Knowledge, wie stellen wir Kenntnisse, Openness bereit, dass solche Daten allgemein verfügbar sind? Also um solche Fragen geht es eigentlich und ich behaupte, wenn der Kultursektor sich dieser Fragen nicht annimmt und wir sind spät dran, dann hängt er sich selbst ab. So. Ticketing-Fragen sind wohl offenbar jetzt im Vorfeld auch oft diskutiert worden. Ja, ist schon eine spannende Frage. Also kann man über ein Ticketing, an dem nicht ein privater Internetriese verdient, der nichts als die Plattform bereitstellt, kann man nicht andere und innovativere Formen entwickeln, die dann auch eine andere Art von Datensicherheit ermöglichen und die vielleicht auch zukünftig den Menschen die Datenkontrolle belassen, aber auch den Kultureinrichtungen in einer klugen und anonymisiert aufbereiteten Form datensicher Informationen darüber geben, wo sie Stärken, wo sie Schwächen haben, wo sie sich vielleicht verbessern müssen und dergleichen mehr. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten und sowohl in der Kulturproduktion als auch in der Distribution sind wir alle Suchende und wenn wir gemeinsam suchen, werden wir, glaube ich, besser. Deswegen haben wir diesen Fonds aufgesetzt, der nicht sofort alle Probleme löst, aber schon allein die Tatsache, dass dieser Saal jetzt hier voll ist und allein die Tatsache, dass, wie ich gehört habe, vorhin schon die eine oder andere neue Idee dazu kam, wie man mit öffentlichen Geldern sinnvoll diese Infrastruktur ausbauen und verbreitern kann, zeigt mir, dass wir hier offenbar an einem wichtigen Punkt sind, dass wir an einem wichtigen Diskussionspunkt sind. Und das ist das eigentlich für mich Spannende, dass wir in gewisser Weise schon digitales Mindset verinnerlicht haben, wenn wir uns so auf diese
im Grunde sozusagen auf gleichgelagerter Ebene um beste Lösungen bemühen und auch versuchen, selbst schon Förderrichtlinien miteinander so zu entwickeln, dass sie an den Bedürfnissen ansetzen, dass sie tatsächlich was zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur oder der digitalen Aufstellung im Kultursektor beitragen können und nicht einfach nur einen Haken an die Koalitionsvereinbarung machen, irgendwo Kohle sinnlos raushauen und uns dann auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben unseren Job erledigt. Vielen Dank.